Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Agrarian Sky mit Chris. Hallo. Hallo. Wie einfach am Hüpfen ist. Ja, wir hatten ja bereits am Freitag, richtig? War es Freitag? Ja, Freitag hatten wir den Livestream. Ja. Jetzt sind wir bei Sonntagabend. Jetzt sind wir bei Sonntag 17 Uhr gerade. Genau, jetzt sind wir bei Sonntag 17 Uhr. Nee, 16 Uhr, 16 Uhr, Entschuldigung, 16 Uhr, 16 Uhr. Boah, Enderman. Ja, 16 Uhr. Oh, ich hab den gerade gewonnen-hittet, Alter. Alter. Das war der, den ich schon angeschlagen hatte im Livestream bestimmt. Lol. Ja, genau, wo wir jetzt gerade drauf hinaus wollten. Wir haben ja am Freitag einen Livestream gemacht. Waren ein paar Leute da. Also die es jetzt verpasst haben, mal ganz kurz, was wir im Livestream so gemacht haben. Wir haben, das Quest Delivery System, das hatten wir vorher schon, ne? Ja. Genau, wir haben hier drinne unsere Monsterfarm jetzt umgebaut. Wir haben jetzt hier drinne ein Slaughterhaus, also quasi ein Schlachthaus. Und das tötet uns jetzt quasi die Monster, die jetzt oben runterfallen. Die fallen jetzt auch hier nicht mehr auf die Hopper drauf, sondern fallen jetzt ins Wasser. Und werden dann von dem Slaughterhaus getötet und machen uns dann quasi flüssiges Fleisch und flüssigen Pink Slime. Den Pink Slime können wir dann in den Bucket nehmen, schütten den irgendwo aus und da kommt dann halt so ein pinker Slime rausgehüpft. Den brauchen wir für ein paar Crafting-Rezepte. Nichts weiter Schlimmes. So, hier geht's weiter, da. Das bist du. Was? Hier? Das kannst du erzählen. Ja, das da. Die Quest dahin. Achso, hier haben wir Laser gebaut. Laser Drill, bla bla bla. Und ein Laser Drill. Und der bringt uns eigentlich, haben wir den einfach mal angeschlossen, um zu gucken, was die machen. Und ja, die machen hier, geben uns ein paar Ores. Aber anstatt, dass sie wirklich uns effiziente Ores geben, sag ich mal, schnorren die eigentlich nur unsere Energie, deswegen haben sie ja jetzt erstmal abgekuppelt hier. Ja, genau, da brauchen wir noch eine größere Energiequelle, um die dann irgendwie überhaupt effizient laufen zu lassen. Genau, so, ich habe jetzt mal geguckt, genau, Automated Mining, das war die Quest, die wir gemacht haben. Und dann den wollten wir machen, den haben wir nicht mehr geschafft. Genau, Massive Storage wollen wir noch machen. Genau, und welcher war die andere, die wir gemacht haben? Wir hatten zwei gemacht gehabt. Keine Ahnung. Das mit dem Sand, oder? Nee, da bin ich ja noch bei. Ich bin ja immer noch bei, diese Sand, Double Compressed Sand zu bauen, deswegen dauert das noch. Genau, so, dann haben wir hier eine kleine Änderung jetzt. Wir haben gestern im Livestream dann auch erfahren, dass wir statt. Also ich habe ja hier am Anfang immer versucht, auch die Gravel und Sandohrs zu brennen, das ging ja nicht. Aber man kann, wie ihr jetzt gleich sehen werdet, hier drinnen Dust brennen. Und das in einer relativ hohen Geschwindigkeit und er verdoppelt diese Ohrs nicht, er verdreifacht sie. Das ist richtig geil. Also sprich, wir bekommen hier nochmal mehr raus, als wie wenn ich das hinten in dem Ofen schmelze. Und halt auch wieder alles gleich automatisch gemacht, wird auch automatisch gleich wieder abgefüllt und hier unten in die Kiste reingemacht. Ich habe dann jetzt auch schon mal unsere ganzen Ores jetzt durchgebraten, die wir im Lager hatten. Also ja, das war's, denke ich, was wir gestern gemacht haben. Dann haben wir halt noch ein wenig Blödsinn gemacht und so. Genau, mehr oder weniger. Und für alle die jetzt gesagt haben oder die jetzt den Stream verpasst hatten, wir werden wahrscheinlich jetzt in Zukunft immer am Freitag oder je nachdem, wie es uns halt passt, wird es einen Stream geben. Und dann aber im Splitscreen quasi, also dann könnt ihr auf der Webseite quasi einmal den Stream von ihm da sehen und einmal den Stream von mir. Genau, und das machen wir dann sozusagen immer im Splitscreen und das machen wir dann jede Woche im wöchentlichen Wechsel. Einmal beim Bauer auf dem Twitch-Kanal und einmal bei mir auf dem Twitch-Kanal. Also quasi, wir werden das im Laufe der Woche immer erwähnen oder beziehungsweise wir fangen es jetzt einfach auf einem Kanal an und machen es dann auf dem anderen Kanal weiter. Ne, also quasi, wir werden es jetzt immer im Wechsel machen. Ja. Aber wenn ihr alle beide Accounts abonniert habt, ist es ja sowieso kein Problem. Ja, und am besten auch Facebook gucken, weil da werde ich das auch ankündigen. Nochmal extra für die Leute, weil man bei YouTube meistens mal ein neues Video machen muss und so. Und wenn man das jetzt so in einer Woche gesagt hat, dann vergessen das die meisten, deswegen werde ich das in meinem Video anmerken, Facebook anmerken. Genau. Und deswegen, wenn ihr da folgt, kriegt ihr halt auch immer die aktuellen News. Wie packt meine Maus heute schon wieder rum? Die überdreht teilweise schon wieder. Okay.
Ich weiß nicht warum. So, okay, dann haben wir jetzt ein bisschen Vorgequatsch gemacht. Was wir jetzt in diesem Part machen, wir haben jetzt gesagt, wir haben gestern festgestellt, wir brauchen unbedingt mehr Ores und mehr Power und mehr Leistung und mehr Automatisierung. Ich werde jetzt hier hinten alles wegrupfen. Ja, jetzt werden wir richtig übertreiben. Und du fängst an, die Maschinen zu bauen, würde ich sagen. Genau, wir brauchen nämlich hier noch, was hatten wir, 5 Pulverizer und einen Igneous Extruder. Genau, wir brauchen noch einen Igneous Extruder und noch 5 Pulverizer, weil wir haben jetzt 4 hier, 9 brauchen wir insgesamt, da haben wir 3 Türme. Genau, das passt schon, genau. Ah, ich brauche den Maschinenframe. Und jetzt wird's Action geben, Jungs. Jetzt ist Halligalli angesagt. Jetzt ist Bauer da, jetzt wird wieder übertrieben. Ja klar, normal, ne? So, warte mal, geht. Das braucht eigentlich auch nicht mehr hinterlaufen, oder? Iron. Oder? Na, ja, ist ein totes Kabel, Alter. Ich habe tote Kabel im Haus rumliegen. Oh, das ist. Die habe ich schon lange stillgelegt, hey, weißt. Ey, was ist denn mit meiner Maus heute los? Die überdreht sich heute volle Kanne. Das ist gefährlich. Ich glaube 5 Stück. Ich glaube meine Maus ist besoffen oder so, ey. Läuft bei dir. Ja, wie schreibt man das scheiß Teil denn jetzt? Ich schreibe einfach Igne. Igne. Igne, ja, da haben wir ihn doch. Igne. Da haben wir noch einen. Bin gleich fertig. Was mit allen? Ach, du hast ja gestern diesen scheiß Tipp im Stream bekommen, Alter. Genau, ich muss das meinen Leuten auch mal noch zeigen. Ihr habt gerade gesehen. Marco, ich glaube, ich habe jetzt auch rausgefunden, was du die ganze Zeit von mir wolltest mit dem, ich soll doch mal Shift drücken bei den Rezepten. Also pass auf, ich nehme jetzt hier meinetwegen eine Chest. Ihr habt ja gerade gesehen, das Crafting-Feld ist leer. Wenn ich jetzt Shift drücke und Linksklick auf das Fragezeichen, übernimmt er das komplette Rezept und packt mir gleich alle Items hier rein und ich brauch's nur so rausnehmen. Und das egal mit was, also egal mit was, wenn er die Ressourcen dafür hat, haut er das Rezept fertig da rein. Richtig, also nur wenn es halt vorhanden ist. Genau, und wir haben halt vorher bloß immer normal auf dieses Fragezeichen gedrückt und dann legt er dir ja bloß diese Items rein, also quasi als Schatten und du musst sie dann selber rauflegen. Und wir haben gestern im Stream den Tipp bekommen, ey Leute, drückt doch mal Shift, wenn ihr das da reinzieht. Und das haben wir probiert und dann, okay. Genau. So. Und an dieser Stelle auch nochmal danke. Die Tipps, die sind immer genial. Und erleichtern uns natürlich auch um einiges das Leben. Auf jeden Fall. So. Regnet das draußen gerade? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass meine Maus mich gerade ein bisschen anpisst. Wir haben übrigens kein Glas mehr. Dann brauchen wir Sand. Ja, kann durchaus sein. Aber ich kümmere mich drum. Ich habe hier Sand. Alles gut. Ich mach das, ja. Bauer klärt, ja. Bauer klärt auf. Bauer klärt, ja. Wie ist denn das mit dem Bienchen und dem Blümchen? Ach, apropos Bienchen und Blümchen. Unsere Bienen draußen flattern auch rum. Ja. Das war auch im Stream haben wir die Blume gefunden, oder? Oder war das in der letzten Aufnahme? War glaube ich in der letzten Aufnahme. Ich weiß es nicht mehr. Okay, wenn es in der letzten Aufnahme war, dann wisst ihr das ja schon. Ich wollte nur nichts vorenthalten. Nicht, dass dann heißt, das geht ja jetzt schon. Warum habt ihr nichts gesagt? Oh, es regnet draußen, ich will wieder rein. Ich weiß nicht, ich habe den Regen ausgeschalten. Ja. Ich aber nicht, weil wir müssen das ja auch ordentlich machen. So. Das reicht ja schon mal, ne? Erstmal. Zack. So, Igneous Extruder und 5 von den Dingern. Ich lasse jetzt mal hier noch eben schnell leer laufen. Ja, ja. Von der Energie. Ja, ja. Soll ich die Dings jetzt daneben einfach bauen, neben den Filter, neben den Hopper? Wen? Ach scheiße, jetzt, warum habe ich jetzt... Bin doch noch gar nicht fertig, ich Idiot. Ich habe einfach nur 5 Maschinenframes gebaut. Yeah, läuft. So, ich trage erstmal die ganzen Kisten hier hinten hier noch ins Lager rüber, weil läuft, ich brauche den mir Platz da hinten. Warum kann ich beim Pulverizer nicht? Warum habe ich da kein Fragezeichen? Ah, doch jetzt.
Wahrscheinlich, weil die, weil das Rezept noch nicht im Ding war, ne? Da, ja, ja, ich habe außerhalb von dem Dings geklickt. 3. Achso. Ja. 5. Ach genau, dann so. Haben wir rausgefunden, wenn wir, wenn wir Brot nochmal in den Ofen hauen, kriegen wir dann hier solche leckeren Toasts. Die füllen die, einfach mal 1,5 Herz genau, erleben auf. Also die füllen dann gleich mal ordentlich Hungerbalken. 1,5 Hungerbalken auf. Auch mega genial. Mega. Ja, ja. Komm, du kannst mir immer wegen tragen helfen, wenn du wegen Platz hast. Ich hab Platz. Die Kiste leer oder was? Ja. Ja, warte, da gibt's sonst eine Kombi. Was für eine Kombi? Oh shit. Rauswerf-Kombi. Was Rauswerf-Kombi? Nein, ich wollte eigentlich mit einem Klick kann man irgendwie das ganze Inventar vollhauen mit Stuff, aber das hat bei mir nicht geklappt. Geht nur bei der Goldcheste, ne? Nee, das geht überall normalerweise, aber ich krieg die Kombis immer nicht hin. Wie geht die Kombi? Weiß ich ja nicht. Sonst hätte ich es zwar gemacht. Sonst hätte ich einfach einen Klick machen müssen und dann hätte ich mein ganzes Inventar voll gehabt mit dem ganzen Zeug, was da drin war. Weißt? Ein Fuchs. Ja. Hier, ja, hier hinten können wir alle Kisten jetzt leer machen. Wir brauchen keine Kisten mehr, wir haben das Lager. Solange wie nicht wie gestern der Strom ausgeht. Da war ich dann gestern schon etwas geschockt, weil mit einmal der Strom weg war. Ja, und da dreht er einfach den Strom ab, ey. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ja, und hab dann, ja, und hab selber vorher den Strom weggemacht, aber nee, egal. Das Sieb hier auch weg? Ja, ja. Das hier kann auch alles weg. Wir lagern erstmal alles ein hier, dass erstmal alles weg ist. Weil wir brauchen jetzt den Platz hier hinten. Ja, ja. Ich werde den auf jeden Fall dann auch, wir werden auf jeden Fall dann hier hinten auch wieder ein bisschen Wand ziehen, ne? Also so wie wir sie jetzt hier vorne haben. Mhm. Das können wir machen. Weil ich finde, Alter, was ist denn mit meiner Maustür los? Also manchmal gibt es so Tage, da könnte ich meine Maus fressen, ne? Mach das. Alter, nein! Was? Ich habe Blumen gesucht, 3 Parts lang, schau mal. Wo? Ja, ich weiß das. Waren hier in der Kiste drin, ne? Ich könnte heulen. Und nicht weinen, das ist zwar traurig, aber du brauchst nicht weinen. Bienchen, ich hätte hier noch ein paar Blümchen. Bienchen, ich habe noch ein paar Blümchen. Oha! Oha, hier hinter war ich ja noch nie. Ich war noch nie hinterm ME-System. Jetzt bin ich dahinter. Achso, ja, weil ich ihn das Kabel gemacht habe und offen gelassen habe. Ach so ist das. Mhm. Siehst du? Deswegen, ich habe mich schon gewundert. Vorher habe ich das noch nie gesehen. So, nämlich. Wie heißt das? Light Gray. Habe ich den noch? Muss ich ja eventuell noch hier drin haben, oder? Light Gray. Jo. Oh. Gut. Du könntest mir jetzt auch mal bitte kurz das war, ja. Zur Hand gehen. Ah, okay. Nein, verdammt. Verbrannt. Du reißt immer hier so ein Teil ab. Von denen hier vorne wieder. Ja, ich habe keine Pickaxe. Ich habe noch keine gekriegt. Oder mir noch gar keine gecraftet. Okay, danke. Okay, bist bereit? Hm? Okay, dann fange ich jetzt an. Ja. Und jetzt? Okay, ich krieg die, wenn ich hier so stehe. Oh, nicht in die Lava fallen. Okay, den Rest kannst du abreißen. Gut. Dann gehen wir da mal die Pickaxe wieder her und im Lager ist eine. Okay. Einfach beim Vorbeirennen herausgeschmissen, Alter. Hallo. Boah, dann nehme ich mir die Dia-Spitzhacke, ne? Was ist noch für eine drinne? Gar keine. Also hier ist noch eine Spiked Pick irgendwas, eine grüne. Warte mal. Ich würde die grüne aber nehmen, weil die grüne kannst du leveln. Ah, okay. Dann nehme ich die grüne. Ich habe auch eine grüne Axt. Also genau, die geht nämlich nicht kaputt, die kannst du nämlich dann auch wieder reparieren. Okay, dann machen wir das so. Na, die geht nie wieder kaputt, die wird dann halt bloß stumpf und dann musst du halt wieder reparieren und gut ist. Sehr schön. So, jetzt können wir das mal reinschmeißen. Gut, okay. Das ist hier überhaupt von für den Sand? Das ist so ein... Ach, Sandstorm Break. Das ist Sandstorm schisselt. Da gibt's so einen komischen Schissel, gibt's dazu. Schissel? Ja, so ein komischen Schissel. Aber ich muss ja sagen, bei mir jetzt beispielsweise schon mal auf dem Kanal sind die ersten 3-4 Folgen. Ah, das ist ja jetzt eigentlich, nee, 4 Folgen haben wir ja jetzt, das ist ja jetzt die 5-6, ne? Mhm.
Ja, genau. Also die ersten vier Folgen, die sind schon mal richtig gut angekommen bei mir auf dem Kanal. Also da habe ich mich schon richtig drüber gefreut. Das war echt cool. Also haltet das bei. Es wird auf jeden Fall noch viel spannender und man hat hier auf jeden Fall noch einiges zu tun. Und gerade auch dieses Projekt ist halt auch sowas, was noch... Ich weiß nicht, das spielen noch nicht so viele auf YouTube, ne? Nee, noch nicht. Fast gar keiner eigentlich. Das sind wir so fast die einzigen. Ja, also viele gibt es auf YouTube nicht. Und deswegen ist das halt umso spannender. Na, man muss halt nicht immer die Projekte bei den großen YouTubern gucken, man kann sie halt auch bei den kleinen gucken, ne? Ja, logisch. Von daher, es hat aufgehört zu regnen, ne? Schön. So, hab ich denn eigentlich eine Axt? Ja, eine Axt haben wir. Ich bin hier noch ein bisschen Dirt am platzieren, okay? Jo, mach das. Ich hau hier in der Zeit brauchst, noch. Rufst du? Ja, ich hau hier gerade in der Zeit hier hinten alles zusammen. Gut, 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 weil der hat einfach mal ein 64er Stack gemacht. Was? Ja, 64er Stack. Dings. Oh, Dirt. Cool. Ja. Draußen ist doch gerade dunkel, ne? Mhm. Kommst du da mal kurz rein und kommst mal im Haus hoch? Ja, warte kurz, ich muss mal hier kurz einen Enderman beseitigen. Oh! One Hit, Alter. Oh, da ist noch einer! Oh, oh. Ich hab eine Enderperle. Yeah! Ich hab fast mein Heil, ich hab nur noch vier Herzen. War risky, weil da waren auf einmal zwei. So, nach oben wolltest du, ne? Mhm. Okay. Leg dich mal in irgendeine Runde. Boah, warte. Oh, Alter. Was denn? Ja, ich muss mich doch beeilen, dass ich mir ins Bett kommen soll, weil es reicht ja, wenn 50% im Bett liegen. Ja, aber es geht doch sonst auch immer, wenn ich nur im Bett bin. Ja, es ging mir jetzt drum, ich habe die Betten umgestellt. Neu platziert. Genau. So. Und dann muss, so. Dann geht das nicht, wenn nur, einer schläft. Ja, ja doch, aber dann, es sollen ja auch beide speichern. Ach so, ja, ja. Ihren Schlafplatz speichern. Richtig, richtig. So. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, legen wir mal los. Pass auf. Ich pass auf. Du hast jetzt quasi, wie viel Igneous Extruder hast du jetzt im Inventar? Zwei. Nee, ein. Meine ich ja. Okay, pass auf, ich gebe dir jetzt das. Ja, sorry, ja. Ich gebe dir jetzt die zwei noch und die vier noch. Okay, warte, Sand. Reise, Compressed Sand. Sekunde, ich bin sofort bei dir. Ja, ja. Warum finde ich den Compressed Sand nicht mehr? Keine Ahnung. Compressed. Will er mich trollen? Herr, kann das das ME nicht aufsammeln hier, oder was? Was? Den Sand. Keine Ahnung. Hallo, ich will den Sand. Egal, kümmere ich mich später drum. So, was machen wir jetzt? Pass auf, jetzt hier hinten an diese Kante, ne? Ja. Setz jetzt quasi einmal hier. Ja. Und dann immer mit einem Feld Abstand. Dreimal, also von unten nach oben, drei Pulverizer und oben drauf den Igneous. Also hier jetzt ein Pulverizer? Genau, oben auf dem Pulverizer oben drauf noch einen, dann noch einen und dann oben drauf den Igneous. Warte, jetzt hier drauf noch ein Pulverizer? Ja, und dann noch einen oben drauf? Also ich würde mich oben drauf stellen. So. Ja, und jetzt, wie willst du den oben drauf packen? So. Ja, und dann kommt, und jetzt noch da oben drauf? Ach so, scheiße. so, ganz einfach, warte. Ja, da. Nicht mitgerechnet. Igneous Extruder, Pulverizer, genau, so passt das. Okay, also, jetzt lässt du einen frei und machst dasselbe dann gleich nochmal. Und dann lässt du nochmal einen frei und machst dasselbe nochmal. Ja, wir übertreiben mal, ich weiß es jetzt okay. Schon, wir sind so irre, Alter. Egal. Was waren das? Drei, ne? Mhm. Zack. Eins, zwei, drei und zack. Oh, läuft bei uns. Wir haben einen kleinen Tor gebaut. So krank, Alter. Warum? Ist doch alles okay. Weil das krank ist. Oh, ich weiß schon, was ich jetzt brauche. Warte mal eben. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt raus muss und muss nochmal Kabel machen. Kabel. Auf jeden Fall ist es einfach nur krank, was wir jetzt hier gerade veranstalten. Normal für unsere Verhältnisse. Ja. So, die heißen Energy Conduit, Redstone Energy Conduit.
Red. Was finden? Hm? Redstone, Redstone Energy Conduit Pipes. Okay, von mir aus. Haben wir keine Hand-Saw? Doch, ich hab eine. Achso, du hast eine, ich kann mir sonst auch eine craften. Ja, ich hab sogar eine aus Diamant, Junge. Ohohoho. Ja, das muss. Nobel, wa? Na, aber 100. Das, was aber muss, das muss. Laro, so, zack. Hardnet Glass, da brauche ich Pulverized Lead und Pulverized Obsidian. Zack. Leck mich nach am Arsch. Aha, zack. Kamas, okay, die wollte ich haben. So, ich brauche Lead. Lead. Oh, ich fürchte, ich habe jetzt das falsche Holz genommen, oder? Ja, habe ich. Egal, dann muss ich nochmal ein neues nehmen. Lead und dann brauchen wir nochmal Obsi. Obsi. Ja, Obsidian. Obsi. 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 So. Hä? Wo ist jetzt die Handsaw hin? Also ich hab sie nicht. Bin ich jetzt ganz Banane hier. Ich hab sie nicht. And? Ich war das nicht. Weil lol, warum ist die denn hier drin? Solid und Obsi. Ah, oh, hier fliegen Bienen. Aber. Das ist so schön. Oh ja. Bienen. Hoffentlich stechen sie mich nicht, sonst rotte ich sie aus. ich hab den Compressed Stone gefunden. Yeah. Ich war nur zu blind. Hier haben wir auch wieder ein bisschen Glas. Wenn sie mich stechen, muss ich sie aber leider ausrotten, ne? Echt? Mhm. Die armen Bienen. Das ist mir egal. Ey, ich sehe gerade an der Fallgröße, ist die Folge nicht vorbei? Was? Ja, gleich. Eigentlich schon. Ich gar nicht drauf geachtet, ey. Mhm. Gut, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der morgigen Folge wieder am Montag. Genau, dann gibt es nur noch eine Folge am Tag. Genau, dann gibt es nur noch eine Folge am Tag, aber wir haben gedacht, fürs Wochenende ist das natürlich okay so. Gut, wenn es euch gefallen hat, wie immer, drückt einen Daumen nach oben, das hilft uns sehr weiter, wenn ihr uns da so supportet, dass wir das sehen. Das ist sehr wichtig, bitte vergesst es nicht. Und schaut beim Inbaus vorbei. Ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschüss.